Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu 7 Days Factorio. Benny stirbt. Benny stirbt uns leise weg. Nur ganz leise. Und, gib mir Mühe. Ja, ich mute mich wieder. Er gibt sich Mühe. Wir achten drauf und Wesley ist hier am Ausflippen. Das muss so. Ja, diese Forschung, das ist auch nichts für Epileptiker und. Ja, also, ja. Ich wollte mal hier unten nochmal zu meinem Stromschalter. Ich weiß gar nicht, wie genau ich das jetzt schon erwähnt habe. Dieser Stromschalter, den ich hier einfügen wollte, ist halt dafür gedacht, dass wir, wenn das AKW wirklich mal irgendwann den Geist aufgeben sollte, Boom als Notstrom hier diese Warenhäuser, die Faktorisimos, als Notstrom nutzen können. Wieso tun wir hier eigentlich nur 50 Uranbrennstoffzellen anfordern? Und, keine Ahnung. Reicht? Ich reiß hier mal kurz was ab, ne? Reicht doch. Okay. Was willst du abreißen? Wo? Was? Ach so, unsere neue, Kokobis, genau. Fliegen los. Die haben wir leer laufen lassen, absichtlich. Und Wesley setzt jetzt hier eine neue Schmelze hin, damit wir dann unsere Ziegelsteine, beziehungsweise unsere Steine hier zu Ziegelsteinen da oben weiterverarbeiten können. Wieso haben wir eigentlich Nukular so hier alles begrenzt auf 50 und 50? Weil reicht doch. Weil reicht doch. Okay. So, so viel zu dem Gedanken von dem Teil hier. Da sollte halt hier dieser Schalter zwischen, den ich hier irgendwann schon mal als Blaupause gezogen hatte. Funktioniert aber nicht. Oh, wir haben noch Stein. Deswegen habe ich ein bisschen nach Rat gesucht und habe dann auch den Onkel Doskers gefragt und eventuell wird das dann bei ihm im Forum nochmal diskutiert. Okay. Vielleicht kriegen wir da nochmal Infos. Finde ich gut. Jo. Ey, was ist jetzt eigentlich unser Ziel, oder? Rakete hochschießen und wir sind fertig, oder? Ja, nee, dann geht das Spiel ja weiter. Aber da wollten wir ja hier nochmal Zuschauerbeteiligung und so. Müssen wir nochmal aufrufen hier, Leute, seht mal zu, wenn ihr... Oh, jetzt haben wir hier wieder irgendwas Wichtiges abgeklemmt, oder? Nee, doch nicht. Wenn ihr lustige Ideen habt, was wir uns als Ziel setzen könnten, ab in die Kommentare damit. Schreit uns an, sagt Bescheid. Wir hören gespannt zu. Wir hören gespannt weg. Und des Weiteren werden wir dann halt erstmal gucken, eine Rakete in Luft zu jagen, damit wir irgendwie diese komischen Forschungsdinger da kriegen. Okay. Der Wesley will hier, glaube ich, Ziegelsteinproduktion ankurbeln, oder? Korrekt. Yes. Hier oben steht nämlich schon still. Ich gucke gerade, wie ich die... Weil wir die Schienenproduktion immer noch hier stehen haben. Die wäre ganz gut, wenn wir die da denn mit einbauen wieder, ne? Dann können wir sie erstmal abreißen, oder was? Die kann erstmal weg, wenn du die denn da wieder mit einbindest. Wo haben wir denn den Raketentreibstoff gebastelt? Der wird ja schon automatisch irgendwo gemacht. Ja, wo denn? Ich guck gerade. Wesley, warst du nicht derjenige, welche? Ja, was? Raketentreibstoff? Stimmt, Raketentreibstoff hatten wir automatisiert. Ja, wo denn? Ach, hier. Hier bei mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow. Der wird auch schon ins Raketensilo reingeladen, ne? Jo. Der ist da schon drin. 16 Stück. Also wird schon angefordert. Ja, ich habe die Anforderung etwas klein gehalten. Wer hat die hochgesetzt auf 200? 30 pro. Heißt, wir machen auch 16. Ich hab's nicht angefasst. Unschuldig. Du warst es. Und ich hab das extra, glaube ich, bloß auf 1 oder so gesetzt gehabt, weil ich dachte, ist doch cool, wenn immer ein Robi losfliegt, wenn es gebraucht wird. Was? Ja, ich wollte ja auch nicht den Zügen alles wegnehmen, weil die Züge brauchen ja auch Raketentreibstoff. 1, 2, 3, 4, 5. Stehe ich im Weg? Entschuldigung. So, Blaupause. 1, 3. Man merkt, dass du Host bist. Wer ist der Host?
Der Gnicht ist der Horst. Pass auf, wen du hier anschreist. Ich hoffe mal, das passt so in dein Konzept, dass ich hier die Spastenmasten setze. Dafür sind sie gedacht. Sehr gut. So, und dem Wesley ist übrigens aufgefallen, falls jemand Tricks braucht. Wenn ihr jetzt Steuerung drückt und hier ein leeres Feld in eurem Inventar klickt, dann füllt das automatisch alles, was die Maschine braucht. Weil es das Einzige ist, was die Maschine aufnehmen kann. Und mit Steuerung leert ihr ja alles. Ist mir auch erst nach 700 Stunden aufgefallen. Was, Steuerung, Rechtsklick? Wenn du in die Maschine reinklickst, also dass das Sampling Machine 5 offen ist, und dann mit gedrückter Steuerung-Taste auf ein leeres Feld in deinem Inventar klickst, dann schmeißt du alles in die Maschine, was die Maschine zum Produzieren braucht. Wow. Oh, fett. Wieder was jetzt kam er hier angerannt. Ausladung nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Ausladung nach rechts in der Anbieterkiste. Da. Oder direkt in der Anbieterkiste? Direkt nicht. Also von da aus dann direkt, ja. Huch? Was wird sagt hier hoch? Drei Stück, drei Sachen. 10, 5 und 5. Heißt Stahl. Zip. Stahl kommt daher. Ey, Beton reiß ich auch mal kurz ab. Nee. Nee. Das wagst du nicht. Reiß es schon weg. Alter. Plötzlich verschwunden. Alter. Er legt's echt drauf an, er will aus dem Let's Play fliegen, ne? Ja. Hier gerade alles abgerissen. Alter. Hat er nicht gesagt. Meins habe ich nicht gemacht. So, das kommt dahin. Warum haben wir keinen Kunststoff hier oben? Was für Amateure haben denn hier Plastik verlegt? Ich nicht, glaube ich. Benny war's. Ich brauche doch Kunststoff hier oben. Geht das doch nicht. So, jetzt geht das doch nicht. Halt, halt, halt. Da habe ich keinen Platz, da muss man hin. Ja, da hier. So. Das und das und so. Ja, und jetzt muss ich irgendwie Kunststoff hier hochzwickeln. Was ist jetzt so hier? Boah, jedes Mal muss ich wieder neu überlegen, was jetzt hier Shift rechtsklick, linksklick. Hey, jetzt habe ich es genau falsch rum kopiert. Sehr gut. Yay! War das Shift ist kopieren oder Steuerung ist kopieren? Shift. Shift. Shift ist kopieren. Shift ist kopieren. Jawohl. Dann das behalten wir noch mal. Das können wir wegmachen. Warum auch immer ich Shift Rechtsklick ist leeren. Forschung. Ja, forsch doch mal was. Drücke T. Brauche mehr Forschungslabore. Ist mir immer noch zu langsam.
Wieso laufen die jetzt nicht? Was fehlt denen noch? Gar nichts, ich habe die kurz deprogrammiert, damit ich Blaupause ziehen kann. What? Was hat man da? Bauteile geringer Dichte. Tak, 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 tak. Scheiße. Ich hab den Außenpost, den ich da unten gebaut habe, ganz vergessen, Türme hinzustellen. Oh no. Oh no. So, das wird jetzt natürlich lila Prozessoren und blaue Geschwindigkeitsmodule 1. Die haben wir jetzt nicht unbedingt auf Fließband. Gibt's doch gar nicht. Bist schon wieder am Zuppeln oder was? Ja. Oh no. Das gefällt mir so nicht. Das machen wir anders. Machen wir so. Kopieren. Was muss da ran? Da müssen wir noch was zwischenzwickeln. Und zwar ditte. Okay, ich glaube, meine Robis sind das Problem. Deine Robis sind das Problem. Ja, das hat Lumatan dir bestimmt schon tausendmal gesagt. Jetzt kann ich wieder. Bei mir ist das Internet das Problem. Internet nett. Ja, ich hoffe nicht, dass es wieder passiert, dass ich für ein paar Minuten weg bin. Hatte ich jetzt schon öfters. Wieso hast du da rote Bänderchen drin? Ja, das habe ich mir eben gerade auch gefragt. Das war halt so in der Blaupause unten. Das sollten wir denn hier unten vielleicht auch mal korrigieren. Ist ja nicht hübsch. Junge, Junge, Junge. Wo waren das? Oh, habe ich gerade. Alles gut. So, wie sieht das Verhältnis aus? 20 von denen. Heißt... Ach, die sind jetzt genau gleich schnell im Knicken, oder? Egal, ob die zwei lang knicken oder nicht. Ja, wenn sie oben und unten gleich lang klicken, ja. Dann knicken sie trotzdem genauso schnell, als wenn sie nur ein lang klicken. Ja. Also wenn sie die Länge während des Knickens verändern müssen, dann sind sie schnell. Hey, wieso ist denn hier so eine Lücke drin? Welche Lücke, wo, was? Lücke? Lückeli, Lückelei. Das ist ja unpraktisch. Kannst du das da hinten nochmal wegreißen, bitte? Das ist bestimmt nicht richtig. Was haben wir? Abrissplaner? Ich habe gerade einen Abrissplaner in der Hand gehabt. Hallo. Der legt den immer weg. Ich kann wieder nicht laufen. Sag mal, jetzt kann ich wieder laufen. Kann doch nicht richtig sein. Als wenn dein Rechner zu schlecht wäre. Oder ja, Leitung ist oder sonst definitiv. Irgendwas. Ja, mein das Rechner kann doch nicht wahr schwein. Das kann doch nicht wahr schwein, Benni. Warum sind da eigentlich so viele Knickis und da dann wieder nicht? Bitte, wer, wie, wo? Ach so. Hä? Das ist echt verwirrend. Sag mal, er hat den doch weggenommen. Hallo? Hallo? Ah, ich kann wieder nicht laufen. Hallo? Tja, Leute. Ja. I can't, cannot move me. Soll ich mal hier so? So schlimm, Benny? Ah, jetzt kann ich wieder. Ja. Gut, ja, jetzt kann ich wieder laufen. Ey, cool. Du hast die Heilung gebracht. Er ist der Heilbringer. Heiländer. So, um wie viel wolltest du es noch erweitert haben? Kugel mal den Stromverbrauch an, ne?
Ja, da machen wir mit. Bis da hinten hin muss das, Benny. Du meinst so? So, und wie willst du Strom hinbringen? Das habe ich mich jetzt auch schon gefragt. Was müsste denn hier so? Das, alter Schwede, verbraucht das Strommisten. Da oben lasse ich dich mal machen, dann bleibt das einheitlich. Ich habe keine Strommasten mehr. Aber es blinkt auch nichts mehr. Oh, ihr macht das hier schon, deswegen haben wir keine blauen mehr. Was? Blau, die blauen Prozessoren, die kacken voll ab. Die haben wir nicht angerührt. Ja, das. Ja, sicher, ihr verbinden braucht ach, die doch. Die grünen jetzt, ja. Ach, ihr produziert die hier oben nochmal. Ja. Ja, so. Das war das, was ich gerade gesagt habe. Und was wollen die Robis hier anfordern? Wahrscheinlich irgendwelche Geschwindigkeitsmodule. Was hast du denn hier unten reingepackt? Energiesparmodule. Ne, Effizienzmodule hast du da reingeschmissen. Das sind Energiesparmodule. Effizienzmodule steht da dran. Grün sind in der. Ich bin zwar Legastheniker, aber das kriege ich neuen. Sind trotzdem Energiesparmodule. Oh, Geschwindigkeitsmodule. Ja, denn? Was denn? Hä, wie knicken die denn? Das blicke ich jetzt nicht. Stimmt irgendwas mit den Knickels nicht. Da knickt ja immer einer kurz, einer lang. Quer und durch und gar nicht. Verdammt. Wieso? Was? Hier forscht jemand anderes wie ich mich? Einer knickt kurz, einer lang. Ja, einer vom grünen Fließband und einer vom roten. Nee, bei dem oberen hier. Ach so, ja, die können alle weg. Dafür müssen wir zusehen, dass die da unten länger programmiert werden. Dafür muss die Ausgabe hier länger sein. Die müssen ja, dahin die, knicken. Die knicken ja jetzt kurz auf lang. Nee, lang auf kurz. Da geht das. Ja, die werden eh nicht so oft knicken, das ist ja egal. Klack, 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 klack. Sicher, dass du hier keinen Knick hinnehmen möchtest, dass die nur auf die unteren beknicken. Sodass oben die Schaltkreise sich stapeln können. Nee, die Schaltkreise werden direkt reingeknickt. Ist berechtigt, dann haben wir hier nicht so viel auf dem Fließband rumfliegen. Dann passt es hier aber mit dem Knicken nicht mehr und hier auch nicht und. Dann war das ja, was ich gerade gemacht habe, ziemlich doof. Ich will ja nichts sagen. Schon gar nicht am Folgenende. Schon gar nicht am Folgenende. Es ist ja äußerst. Und es ist wieder soweit. Und wie du wieder aufnimmst. Das ist ja krass. Mit Rucklern in der Aufnahme. Über 30 Minuten. Okay, Benny stirbt mal wieder. Und, nein, bin noch da, bin noch da, bin noch da. Ich glaube, dann sollten wir das ja auch zum Ende bringen. Da haben die beiden allerdings voll und ganz recht. Warum produziert hier denn keiner was? Ach so, weil ich hier. Das mache ich jetzt. Geh noch mal zum Wesley, der hat sogar einen Livestream. Keine was Werbung in der Aufnahme.
Das hat er nicht verdient. So, wo ist der Wesley? Jetzt wird er abgeknallt. Nein. Nein, Mann. Wie kann man die Atombombe zünden? Muss den Wesley nur in der Tasche stecken. Haben wir noch gar nicht, ne? Hab ich schon geforscht. Was? Oder? Haben wir nicht? Ups. Noch nicht geforscht. Ach, ja. Ja, wir haben alles für die Rakete, ne? Digga. Haben wir jetzt da hinten auch schon, Digga? Oder? Ne, haben wir noch gar nicht, ne? Du musst es noch anbieten, oder? Satelliten brauchen wir noch. Ah, oh, wenn man's nicht selber macht, ne? War schon Satelliten? Alter, einfach mal die Kiste voll. Ich automatisiere mal automatisiere Satelliten. Genau, und dann bitte eine Kiste voll. Eine Kiste voll stacken lassen. Ja. So wie wir auch. Dann haben wir es nämlich. Und wir brauchen mehr grüne Schaltkreise. Ich brauche grüne Fließbänder. Wo kriege ich grüne Fließbänder her? Warum werden die nicht produziert? Grüne Schaltkreise kacken ab. Werden gerade automatisiert. Grüne Fließbänder werden gerade automatisiert? Ja, ich war gerade dabei. Ja, wir müssen, glaube ich, die grüne Schaltkreisproduktion. Alter, fordert der hier viel an. Ist der bescheuert? Wir müssen nur die Fließbänder mal upgraden, Benny. Die Schaltkreise an sich sind in Ordnung. Gut, also hier unten die Kupfer kommen halt nicht hinterher, ne? Hinten die Kabelfabriken kriegen zu wenig Kupfer. Ja, aber das müsste doch eigentlich genau aufgehen. Volles Band gleich volles Band, oder? Volles Band Eisen, volles Band Kupfer. Meinst du, drei volle Fließbänder reichen für 3, 6, 8? So 3, 6, 8, genau. Der Wesley hat's ausgerechnet, ja. Der Wesley hat das berechnet hier? Mengentechnisch? Was denn? Die Kabelfabriken mit den grünen Assembling Machine 3? Muss jetzt nochmal gucken, was sie meinen. Das ist nicht ausgerechnet. Was? Einfach nur in Botanik geklatscht hat er das. Du brauchst mehr Kabelfabriken. Na klar. Ja, wir könnten ja eigentlich hier auch noch so eine. Mehr Kabel brauchen wir nicht. Wir brauchen. Wir könnten ja eigentlich. Mehr Kupfer für die Kabel. Wir haben hier unbenutzte Flitzebänder. Ausladungen. Das heißt, wir könnten eigentlich wahrscheinlich hier noch so einen. Wozu? Wir produzieren noch genug. Das stoppt hier alles. Ja, da oben so ein Bypass kommt nach aber hier oben mehr legen. Ja, wir müssen so einen Bypass nach hier oben legen. Es muss einfach noch ein drittes oder ein viertes Band nach oben kommen. Oder du tust mal mit dem Upgrade-Planer hier endlich mal. Ah, die sind so teuer. Wer? Ja, gerade der Folge. Nächste Folge. Nächste Folge. Da müssen dann, glaube ich, die Belader auch noch etwas. Müssten wir? In der nächsten Folge, ne? Machen wir in der nächsten Folge. Ja. Wollen wir das in der nächsten Folge machen? Ja, gut. Gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Jo. Also ich wollte ja weitermachen, merkt euch das. Die anderen wollen nächste Folge. Genau, die anderen wollen nächste Folge. Onkel Benny. Und Tante Wesley. Ey. Und Livestream. Tante Livestream? Ja, Livestream, Anno. 14.04, Multiplayer, PvP. Bald. PvP, nein. So, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.